Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir nochmal ein bisschen rumgewerkelt mit unserer automatischen, was erzähle ich denn hier, mit unserer Honigproduktion. Also wir haben eigentlich nur ein Wabe, so ein Honig, Bienenkasten gebaut, genau, und die Bienen da reingepackt und dafür dann ein Haus gebaut. So, hier ist was reif, die Erdbeeren. Sehr gut, pflanzen wir mal 3 an. 1, 2, 3. Da ist wieder Mais reif. Auch nicht schlecht. Auch nochmal 3. Einmal anpflanzen. Baumwolle. Ist noch nicht reif. Da ist jetzt bestimmt auch Salat irgendwo reif. Nee. Hier ist aber noch Knoblauch reif. Oh, schade. Das haben wir kaputt gemacht. So, holen wir uns einmal die Hacke. Wo ist denn jetzt die Hacke hier? Da. Ist das Knoblauch? Ne, Baumwolle. Zucchini, genau, die wollte ich da reinpacken. Dann kommt da einmal die... der Baumwollsamen rein. So. Hacke haben wir, glaube ich, mitgenommen, ne? Ja. So, einmal hier... reparieren das Ganze. So, Knoblauch haben wir jetzt auch ein volles Feld. Gurken haben wir jetzt auch ein volles Feld. Und hier ist noch nichts reif. Hier ist wieder was reif. Ein paar Erdbeeren. Oh mein Gott, wir haben ein Teeblatt gefunden. Ah ja, okay, sehr gut. Wir haben ein Teeblatt gefunden. Ich wusste nicht, dass es ein Teeblatt ist. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie auch so ein normales irgendwie. Gut, das müssen wir natürlich anpflanzen. Teeblattsamen. Wo packen wir das jetzt noch hin? Machen wir das... Was haben wir hier gerade drin? Süßkartoffeln. Guck mal, dann machen wir das da hin. Süßkartoffeln braucht kein Mensch hier. So, Teeblatt brauchen wir nämlich für verschiedene Gerichte, wie zum Beispiel auch Eistee. So, das kommt dann da rein. Okay, perfekt. Ja, ich möchte mich heute so ein bisschen darum kümmern, eventuell die Marmeladenproduktion schon mal zu automatisieren, so ein bisschen. So, wir nehmen uns hier nochmal ein bisschen was zu essen mit. So, und zwar... Marmelade. Nicht Armelade, sondern Marmelade. So, was haben wir denn hier? Apfelmarmelade. Zum Beispiel Honig, Kasserole. Ach, mit Zucker geht das auch. Pfirsich, Granatapfel, Melone, Pflaum, Grapefruit, Birne, Feige, Stachelbeere, Kaki, Aprikose, Himbeere, Sternfrucht, Erdbeere, Melone, Granat, Pfirsich, Papaya, Zitrone, Limone, Mango, Orange, Kiwi, Cranberry, Apfel. Okay, ja, wir brauchen eigentlich... Eigentlich würde ich es lieber am liebsten mit Melonen machen, ne? Warte mal, was können wir aus Honig denn noch so machen? Honig. So. Ja, was können wir denn daraus noch so machen? Melonenmarmelade. Eistee. Süß-saure Essiggurke. Zucker. Zuckerkeks. Erdbeerlimonade. Sprudelwasser, Trinkwasser und Trinkwasser und Topf. Ah ja. Zucker. Zucker. Erdbeermarmelade. Tja, jetzt haben wir das da so schön gebaut und wissen gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Dann mache ich das doch noch nicht automatisch. Dann würde ich sagen, gucke ich einmal kurz auf die Liste, was ich noch so machen wollte. Moment. So, ich habe jetzt noch aufgeschrieben, ein Forsthaus. Wir können jetzt zum Beispiel ein Forsthaus bauen. Das klingt doch ganz gut.
Ja, dann würde ich sagen, bauen wir ein Forsthaus. Wird es dunkel draußen? Ja, okay, wird gerade dunkel. Okay, dann können wir schon mal alles dafür holen. Wir werden auf jeden Fall Steine gebrauchen können. Davon können wir was gebrauchen können. Hiervon werden wir auf jeden Fall was brauchen. Davon. Hiervon. Davon. Davon. Hier können wir nochmal ein paar Türen mitnehmen. Dann nehmen wir nochmal Schilder mit. Wir craften auch nochmal ein paar mehr Schilder. So. So. Was brauchen wir noch? Einmal kurz überlegen. Fackeln brauchen wir noch. Haben wir noch Sticks? Nein. Kohle haben wir aber noch. So, dann machen wir nochmal kurz Sticks. So, machen wir es so. Dann kommt hier noch ein bisschen was rein. Ah, hier ist noch Glas. Das können wir auch gleich mitnehmen. Ja, Nether-Portal müssen wir eigentlich langsam auch mal bauen. So. Okay. Einmal hier laden, danke. Genau, das Forsthaus sollte jetzt ja links Richtung Quarry und dann einmal vom Weg ab, dann ins Tal darunter. So, wir nehmen aber das Schwert zur Hand. So, ist immer noch ein bisschen Dämmerung hier. Morgengrau. So, hier soll das nämlich hin. Wir gucken einmal bei Quarry, ob alles in Ordnung ist. Ist das ein Creeper? Nee. Sah nur so aus auf den ersten Blick. So, ja, unser wundervoller Tunnel, der uns sehr gut gelungen ist, finde ich. So. Was sagt die Quarry? Die sagt zu uns... Oh, Diamanten. Die sagt zu uns, dass die Kisten voll sind. Und den Diamant eingesammelt haben wir, sehr gut. Läuft sie noch? Nee. Da sind noch zwei andere Diamanten und Redstone. Und sie läuft nicht mehr. Haben wir noch Kohle drin? Nein. Okay, dann einmal einen kleinen Moment. Einmal kurz überlegen. Wir brauchen nochmal eine Kiste. Weil ich bin hier wieder ein bisschen verwirrt gerade. So. So, dann packen wir wieder ein bisschen Bruchstein da rein. Ja, und dann müssen wir wohl nochmal kurz Kohle holen. So. Aber unsere Quarry hat Diamanten gefunden. Schon mal 3 Stück. Das ist doch schon mal sehr, 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 sehr schön. Das freut mich. So, was wollten wir holen? Kohle, genau. Nehmen wir jetzt nochmal die restliche Kohle. Wir wollten ja, wenn wir unser Forsthaus haben, wollten wir eine automatische Steinkohleproduktion machen. Wobei das mit dem Baumfällen wahrscheinlich schwierig werden könnte. Ach, wir wollten das mit der Pumpe ja auch noch ausprobieren, ne? Ey, wir haben noch so viel zu tun. So, habe ich mir das aufgeschrieben mit der Pumpe? Nee. Na gut. So. Ein bisschen Kohle für dich, ein bisschen Kohle für dich. Und dann geht es für uns weiter mit dem Forsthaus. Was heißt weiter? Wir fangen jetzt an mit dem Forsthaus. So, einmal kurz gucken, wo wir dann hier wären. Hier hätte ich nämlich fast die Bäume abgebaut. Hier wäre es aber falsch gewesen. Das Forsthaus soll ja hier hin. Machen wir das wirklich hier unten? Nee, eigentlich nicht, ne? Hier ist ja der Steinbruch. Warte mal, dann machen wir das anders. Dann führen wir den Weg hier fort und machen das Forsthaus hier hin. Und hinten hin kommt dann der Wald. So, wir müssen mal gucken, wie viele Diamanten wir haben. Vielleicht kriegen wir ja sogar eine Diamantenspitzhacke für uns raus. Also wir brauchen 2 Diamanten für den Verzauberungstisch. Wir brauchen noch 3 Diamanten für eine Spitzhacke. Das heißt, wir haben 5. 5 Diamanten brauchen wir auf jeden Fall. Und wir haben jetzt, glaube ich, nur noch 3. Ah ja gut, dann haben wir auf jeden Fall genug. Müssen mal gucken. Vielleicht findet er ja noch einen Diamanten und dann haben wir genug. Also er müsste jetzt 4 Diamanten finden und dann würde es passen. So. Der kommt hier auch weg. Der nimmt uns die ganze Sonne sonst.
So, vielleicht kriegen wir hier sogar alles eingesammelt. Na, nicht wirklich. Okay. So, dann kommt hier ein bisschen Wald weg. Hier sollen dann natürlich auch verschiedene Bäume sein, nicht nur Fichten. Ist natürlich schwierig, aus einem Fichtenbiom hier, aus einer Taiga, ein anderes zu machen. Also vom Design her. So richtig ist natürlich nicht möglich, weil die sind einfach viel zu groß. Man kann da nicht einfach alles an Bäumen weghacken. Das würde ja auch mehrere Tage dann wahrscheinlich dauern. Also im Real Life die Tage jetzt. Aber ich finde, so ein bisschen kann man das dann mal verändern hier. Man kann ja so ein gemischtes Biom draus machen. So, der kommt dann auch nochmal weg hier. Einmal schnell und dann sollte es auch schon fast reichen. Bisschen Holz haben wir nochmal gesammelt, sehr gut. So, die beiden kommen hier noch weg und dann der da vorne am Weg noch. Und dann haben wir's. Dann kommt hier das Forsthaus hin, das muss ein bisschen größer. Ich würde sogar sagen, wir bauen das Forsthaus um den Inhalt des Hauses. Ich möchte nämlich gerne die Baumstämme dahin machen und dann noch alles andere da, was dazu gehört. Das heißt, ich möchte das Forsthaus gerne hier haben. Dann soll hier ein Baumstamm davon sein. Dann haben wir hier gerade Erde. Keine Erde dabei. Okay. Warte, machen wir es halt so. So. Dann brauchen wir einen Eichenholzbaumstamm, einen Birkenholzbaumstamm. Eichenholz, Birkenholz. Dann brauchen wir Birkenholz, Fichtenholz und Eichenholz. Einmal für hier unten. Einmal Fichtenholz, einmal Eichenholz, einmal Birkenholz. So, hier kommen dann noch andere hin. Das kommt jetzt aber erstmal weg, denn da soll ja sowieso die Wand hin. So, haben wir die Schere gerade bei uns? Nee, natürlich nicht. Okay, dann fangen wir jetzt erstmal an mit dem Haus. Das wird wieder ein Steinhaus. Und wir fangen hier an. So, 4 hoch. Dann geht's hier weiter. Ebenfalls 4 hoch. Und hier auch 4 hoch. Und einmal auf dieser Linie und auf der hier auch 4 hoch. So, hier unten kommt auch wieder Stein hin. Hier kommt ja der Weg irgendwo hin, deswegen lasse ich der da. Ja gut, dann kommt halt die Tür dahin. Hier kommt natürlich an die Wand das, damit man die da entspannt hinsetzen kann. So, hier kommt das hin und dann soll hier natürlich auch noch eine Eingangstür hin. So, alles klar, dann kommt die Eingangstür hier hin. So. So, dann haben wir hier 4er Fenster. Schön große Fenster. Kann man schön in den Wald gucken. So, dann machen wir hier auch 4er Fenster. Nee, machen wir doch nicht. Wir machen das so und dann machen wir es hier genauso. Und zwar hier einer und da einer. Genau. So. Das soll ein reines Steinhaus werden. Man sieht es vielleicht schon. So. Ah, okay. Hier haben wir es falsch gemacht. Der muss einen zur Seite. Und dann kommt der weg und... hin und die kommen weg. So, aber ich würde sagen, den Rest von dem Haus bauen wir, wenn wir es schaffen, in der nächsten Folge. So. Genau, ja, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen Minecraft. Und bis zum nächsten Mal. Euer Jan.